So, weiter geht es mit einer neuen Runde von Far Cry 1. So, wenn wir jetzt hier wieder im Menü beenden, sind wir hier drinne, wo wir letztes Mal aufgehört hatten. Und wir werden jetzt hier weitermachen und gucken, ob wir wenigstens Medipacks bekommen oder halt auch eine Rüstung. Das wäre schon gar nicht mal schlecht. Gucken wir mal. I see you. Keep on going. Rip you apart. Flush him out. Finde ich cool, dass sie hier alle reingerannt kommen und dann ich die behutsam abknallen kann. Kommt her. Komm zu Papa. Finde ich super. So, jetzt müssen wir hier mal gucken gehen. Bleibt uns ja nicht viel übrig. Oh Gott. Auch Medipacks, Leute. Ganz dringend. Medipacks. Ganz, ganz dringend. Cool, lass mich damit hoch. Okay. Ganz dringend Medipacks. Ah, da unten ging es auch noch rein. Wollen wir da mal zuerst reingucken, Leute? Kein Medipack, ey, da könnte ich wahnsinnig werden. Okay. Ich bin mal gespannt, wo ich hier hin muss. Und ob mich wieder diese Kreaturen erwarten. Ich hasse die nämlich. Immer so nebenbei. Ja, ich muss glaube ich da rein. I'm getting heat spikes throughout the building. There may be many lethal areas. Habe ich. Kein Thema. Oh, ich habe jetzt zwei Karten und immer noch keine Munition. Heilung. So, den haben wir. Den haben wir nicht. Den haben wir übersehen. Scheiße. Alles klar, bis gleich. Ihr kennt das ja. So, weiter geht es. You're mine now. Yeah, yeah. Okay. Right. Kommt her, ich warte auf euch. Ja, ja, ich warte auf euch. Genau. Ich warte. Frag mich nicht, was der da gemacht hat, aber ist mir aufgekommen, Wayne, jetzt. Weiter geht es. Oh, erstmal die Munition einsammeln. Super. Weiter geht es. Hier war einmal
TK. Jetzt gehen wir hier hoch. I'm getting heat spikes throughout the building. There may be many lethal areas. Bite my ass! Oh, pst. Ob wir eine Chance haben? Gucken wir mal. Bin mir zwar nicht sicher, aber hoffentlich. Bitte. Ich will da durchkommen. Na los, kommt. Und der hier, Tomaten. Ja, kommt doch her, ey. Komm näher. Man hört es. Komm her. Ah, ich habe gar nicht gewusst, dass hier oben auch noch welche sind, ey. Alter Schwede. Leute. Okay, ein letztes Mal probiere ich das jetzt mal und ich gehe dann gleich da hoch. Ich denke mal, das ist von der Strategie her eigentlich gar nicht mal so schlecht. Schauen wir mal, ne? Gucken wir mal. Haben wir. Da bin ich das. In die Eier, ey, alter Schwede. Nice. Okay, kommt wieder ein Söldner. Ein größerer. Der Pumpgun. Super. Probieren wir das gleich mal aus. Da hoch, würde ich vorschlagen. Der Pumpgun? Ja, ne? I'm getting heat spikes throughout the building. There may be many lethal areas. There he is! So, haben wir wenigstens Schutz noch ein bisschen. Und Heilung. Super. Haben wir. Zwei Söldner haben wir. Den haben wir auch. Den haben wir auch. Haben wir. Dann holen wir uns jetzt noch die Karten hier. Jetzt sind hier eigentlich lang. Alter! Was soll denn sowas nicht mit mir? Noch eine dritte Karte. Alter, da hätte ich mir beinahe in die... Naja, sonst was gemacht. Alter Schwede, hab ich mich eben erschrocken. Aber nicht von diesem, dass er da rauskam, sondern dieses... Das klang wieder wie so ein Monster wieder. Oder hätte passen müssen. So, da haben wir nochmal Schutz. Da holen wir uns den Schutz ab natürlich.
Keine Frage. Müssen nur gucken, wo hier die Leute sind. Denn ich will nicht unbedingt in den Hinterhalt fallen. Ja, haben wir. Da kommen wir mal noch nicht durch. Jetzt ja. Ne, doch noch nicht. Das ist nur der andere. Für den anderen. Für den jawohl. Genau. Gucken wir erstmal hier lang, oder? Meint ihr? Okay, da kommen wir nicht durch. Das heißt, wir werden erstmal da reingucken. Okay, I'm here. Second junction now 100%. The last location is now marked. So, den ersten haben wir. Da hat der sich da eingeschlossen, der Kackvogel. Und zweiten haben wir auch. Okay. Das heißt, hier kommen wir nicht weiter momentan. Ach da. Den dritten hole ich mir auch noch. Keine Panik auf der Titanic, ne? Okay. Und Nummer 3. Increase pressure to maximum. Well done. The next location is now marked. So. Das war Nummer 3. Jetzt geht es weiter. Gucken wir mal, wo wir lang kommen, ey. Ach du Scheiße. Also die sind wirklich schwer. Da müssen wir jetzt aufpassen. Also das war schwer, das habe ich noch in Erinnerung. Wow, 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 wow. Mal schnell zurück. Okay, das hat nichts gebracht. Probieren wir das noch einmal. Die Zeit wird ein bisschen eng und das ist eigentlich auch eine ganz gute Runde, um dazu zu sagen, dass es in der nächsten Runde weitergeht. Ich kann euch nur mal kurz erklären, was wir jetzt bisher halt gemacht haben. Das muss auch mal ruhig sein. Und zwar, wir haben ja jetzt die Gaszufuhr abgesetzt. Und jetzt müssen wir diesen Kreisel da, den wir da eben zumindest ein Stück hochgekommen sind. Da kommen jetzt richtig Elite-Gegner und die Gegner, die sind nicht ohne, wie ihr eben gesehen habt. Ich hatte, glaube ich, hatte voll Leben und voll Rüstung. Da habe ich jetzt gerade gar nicht drauf geachtet, aber ich glaube, ich hatte das. Und die Gegner, die habt ihr ja gesehen, die kommen da richtig schnell. Und die haben auch so ein Schutzschild wie von der Polizei, diese Dinger da. Da muss man halt, wenn man schlau ist, halt auf die Feuerlöscher schießen. Die explodieren dann. Und dann fangen die an zu brennen, die Leute. Das heißt zwar nicht, dass die sofort tot sind, aber die brennen. Die haben kontinuierlichen Schaden, den kriegen sie ab. Und das ist eigentlich der Trick dabei. Und da muss man sich da hocharbeiten. Und es gibt kaum Rüstung oder Medipack. Das Einzige, was ist, dass die Söldner ab und zu mal was verlieren. Sind aber meistens nur so um die 10. Entweder 10 Heilung oder 10 Schutz. Und das ist echt schon schwer. Und wenn man dann da hoch ist, dann
Ja, nee, das würde ich nicht verraten. Wenn man da hoch ist, das erfahrt ihr nämlich dann in der nächsten Folge, weil das möchte ich echt nicht verraten. Das wird nämlich richtig cool. Also seid dabei, ihr dürft gespannt sein. Bis dahin. Ciao.